Wir können uns auf eines der besten YouTube-Updates der letzten Jahre freuen. In den kommenden Wochen wird YouTube einige Features freischalten, die sich viele Creator schon lange wünschen. Starten wir erstmal beim ersten und für mich auch besten Update, die YouTube Live Rings. Wenn wir auf YouTube live sind, dann wollen wir natürlich, dass unsere Zuschauer das auch wissen. Daher wurde sich gewünscht, dass Nutzer, die unsere Videos schauen, während wir gerade live sind, einen Hinweis darauf erhalten. Das passiert jetzt auch, und zwar mit diesen Live Rings. Diese erscheinen erstmal nur am Handy rund um unser Profilbild. Wie das aussieht, seht ihr gerade im Hintergrund. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon auf YouTube selbst gesehen, denn seit dem 18.03. gibt es diese Funktion bereits, soll in naher Zukunft dann also auch jeder sehen können. Wenn ein Zuschauer auf so einen Live Ring klickt, wird er dann zu unserem aktiven Livestream weitergeleitet. Das ist natürlich echt genial und wird definitiv dabei helfen, mehr Zuschauer in Streams zu bekommen und kann Livestreams damit auch definitiv beliebter machen. Möglicherweise ist das sogar eines der wichtigsten Updates in diesem Bereich überhaupt, da es ja viel mehr strategische Möglichkeiten mit Livestreams gibt. Das gleiche plant YouTube übrigens auch für die Story-Funktion. Die YouTube Stories sind ja ehrlich gesagt so ein Feature, was irgendwie kaum jemand kennt und auch kaum jemand nutzt. Zum Teil ja eben auch, weil man kaum darauf stößt. In Zukunft werden Kanäle, die eine ungesehene Story online haben, dann aber auch einen Rahmen um das Profilbild haben, ähnlich wie man es von Social Medias, wie zum Beispiel Instagram kennt. Auch die nächste Funktion hat sich YouTube von anderen Social Medias abgeschaut, und zwar Go Live Together. Ähnlich wie auf TikTok und Instagram wird man in Zukunft zusammen live gehen können. Dieses Feature wird erstmal aber nur fürs Handy verfügbar sein, soll dafür aber ohne technische Hürden funktionieren. Man muss dem Gast nur einen Link schicken und das war's. Einnahmen können ganz normal generiert werden und gehen an den Host, also den Eigentümer des Kanals, auf dem der Stream stattfindet. Diese Funktion befindet sich aktuell noch in der Testphase. Wann mehr Kanäle es nutzen können, das steht noch nicht fest. Das dritte Feature, über das ich heute sprechen möchte, sind die Cross-Channel Live Redirects. Den Namen bitte erstmal mit Vorsicht genießen, der könnte sich noch ändern, aber der ist so lang, den merkt sich eh keiner. Die Funktion an sich ist aber genial, denn sie ermöglicht es uns, Raids durchzuführen, also am Ende unseres Streams unsere Zuschauer an einen YouTube-Kollegen weiterzuleiten. Bisher konnte man nur zu eigenen Streams und Premieren eine Weiterleitung einrichten, was jetzt echt nicht so viel gebracht hat. Ich meine, ich habe ja gerade gestreamt, dann kann ich jetzt ja schlecht zu einem weiteren Stream von mir weiterleiten, höchstens auf eine Premiere, aber generell konnten nur wenig Kanäle damit wirklich was anfangen. Mit diesem neuen Feature aber werden wir jetzt die Möglichkeit haben, andere Kanäle zu verlinken, was Partnerschaften effektiver machen kann und sicherlich auch noch weitere Vorteile haben wird. Stand jetzt kann aber nicht jeder zu uns weiterleiten, sondern es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben komplett manuell ein, wer zu uns weiterleiten kann, oder wir ermöglichen es allen Kanälen, die wir selbst abonniert haben. Diese Funktion wird auch erstmal noch geschlossen getestet, wann alle die Cross-Channel Live Redirects benutzen können, das ist noch nicht bekannt. YouTube will aber sogar noch viele weitere Updates zum Thema Livestream in den nächsten Monaten bringen, zum Beispiel Live-Q&As, die dabei helfen können, eine treuere Community aufzubauen. Auch einen neuen Vollbildmodus mit Live-Chat in einem Extrafenster soll es bald geben, was vor allem für Zuschauer interessant ist. Außerdem wird zeitnah noch eine weitere richtig spannende Funktion veröffentlicht, auf die ich mich schon extrem freue und die mir persönlich sogar noch wichtiger ist als die Live-Rings, und die finde ich ja schon echt genial. Davon erzählen darf ich euch jetzt noch nicht, aber ihr könnt euch in Zukunft auf mehr Videos zu YouTube-Updates freuen, denn seit letztem Monat bin ich offizieller Videocontributor und Produktexperte bei YouTube. Ende März war ich das erste Mal beim Meeting dabei und bin nun Teil eines echt spannenden Teams. Diese Anerkennung, die ich hier von YouTube bekomme, macht mich echt mega glücklich und es wird sicherlich auch einige Vorteile für euch geben. Jetzt würde mich aber noch interessieren, welches dieser Updates findet ihr am spannendsten? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier könnt ihr jetzt noch ein weiteres Video von mir sehen. Viel Spaß damit, haut rein Leute und ciao!